an die Brassen! Horrido, ihr Landratten und Kielschweine. Willkommen wieder bei Herrscher der Meere. Hier ist er wieder, euer Dutchman. Ziemlich geknickt, weil ich im letzten Monat hier richtig was auf die Fresse gekriegt habe in der letzten Folge. Gut, finanziell komme ich hier noch durch, aber mein Heimathafen Portsmouth ist von Piraten erobert worden und eine meiner Flotten, die beiden Korvetten, sind von Piraten gekapert worden. Jetzt muss ich sehen, wie ich hier zurechtkomme. Und ja, ist denn Portsmouth inzwischen offen? Der ist immer noch gesperrt, der Hafen. Das heißt, ich kann auch die Mission hier nicht erfüllen. Gut, da habe ich noch Zeit bis September. Vielleicht geht der Hafen bis dahin auf, aber weiß man eben nicht. Ja. So, und obendrein haben ja die Franzosen auch noch den Krieg erklärt. Ja, muss ich also hier doppelt auch noch aufpassen. Auf See. So, mit den Portugiesen Gott sei Dank alles im grünen Bereich. Und ich habe mir... Ja, weil hier eine kleine Kampfgruppe zusammengestellt, mit der ich jetzt diesen Hafen vor James angreifen werde, damit ich wenigstens wieder einen Heimathafen habe. Mal sehen, wie das läuft. Ja, Ausbaustufe 4 ist nicht allzu viel. Aber die sind halt besetzt, was mein Hafen eben nicht war. Und ich werde jetzt einen kleinen, aber gemeinen Trick anwenden, um hier diesen Hafen zu knacken. Lasst euch einfach mal überraschen. Hier haben wir das Fort. Das eröffnet das Feuer auf mich, sobald ich hier in Reichweite bin. Und ich werde mich hier einfach schön in Bewegung halten, bis die Jungs ihre Kugeln verschossen haben. Ja. So einfach ist es und das wird sich leider ein bisschen hinziehen. Aber es muss einfach sein. Ja. Da müssen wir durch. Oh, die werden natürlich eine Weile brauchen, bis sie hier alle ihre Kugeln verschossen haben. Ja. Aber es geht eben momentan einfach nicht anders. Ich brauche einen Heimathafen, damit ich mir dann hier wieder was aufbauen kann und eine Werft bauen kann, dass ich neue Schiffe kriege, beziehungsweise ja, überhaupt unterwegs sein kann und muss dann meine Schiffe, um eine andere Kampfflotte aufzubauen, um meinen Hafen Portsmouth wieder zu erobern. Ja, das muss alles noch gemacht werden. Und da brauche ich einfach alles, was ich kriegen kann an Unterstützung und Hilfe. Aha. Meine wichtigsten Produktionsstätten in Portsmouth sind von den Piraten zerstört worden. Die Waren im Lager dort sind auch zerstört worden. Also ich muss hier sehen, dass ich über die Runden komme auch erstmal. Ja. Und obendrein den Franzosen noch eins auswischen, die mir hier den Krieg erklärt haben. Ihr seht also, die Weltherrschaft anzustreben, ist echte Arbeit, ne? So, ja, solange ich hier halt mit der Brig in Bewegung bin, erwischt er mich nicht. Das funktioniert aber auch nur mit so schnellen Schiffen wie halt Brigs oder im Notfall auch mit Korvetten. Und ich selber komme natürlich auch erstmal gar nicht dazu, auf das Fort zu schießen. Ja. Sondern ich muss hier wirklich abwarten,
bis die Jungs nicht nur ihr Pulver, sondern auch noch ihre Kugeln verschossen haben. Bevor ich dann endlich zum Zuge kommen kann. Und denen ihre Holzhütte da zerschießen kann. Das Blöde ist nämlich, die muss ich dann auch wieder aufbauen. Ja, damit sowas taugt. Kostet auch richtig Geld. Ja. Oder ich muss eben hier zur Hafenverteidigung immer eine Kampfflotte bereithalten. Oh, da hat er mich mal erwischt. Wenn das öfter passiert, wird die Brigg natürlich langsamer. Und dann auch immer häufiger getroffen von Kugeln. Wird also Zeit, dass dem Jungs hier das Blei ausgeht. Beziehungsweise Gusseisen. Ne? Kanonenkugeln damals Gusseisen. Aber das ist mir ehrlich gesagt noch nie passiert, dass mir mein Heimathafen von Piraten gekapert wurde. Ich spiele allerdings sonst auch nicht auf Matrose, sondern eher auf leichteren Schwierigkeitsgraden. Von daher, schauen wir mal. Ich wollte halt auch was riskieren hier fürs Let's Play. Wenn ich euch schon ein altes Spiel präsentiere, dann muss da schon ein bisschen was dabei sein. Ja. Ja. Ich nutze hier natürlich harmlos die Schwäche der KI aus. Ja, die könnte natürlich Feuer einstellen, solange bis ich dann doch mal stehen bleibe und sie mich treffen können. Aber naja. Ja. Ups, ja, da seht ihr schon. Das Schiffchen brennt. Deswegen habe ich auch noch eine zweite Brigg in Reserve. Denn allzu viel kann die hier nicht mehr ab. Naja. Ja. So, bringen wir die zweite schon mal ein bisschen Position. Natürlich nicht zu nah ran, damit die nicht das Feuer auf sich zieht, aber jetzt scheint es soweit zu sein. Jawohl, also auf sie mit Gebrüll. Und jetzt wisst ihr auch, warum ich so viele Kugeln gekauft habe. Ja. Ja. So, ist auch schön mit Details hier dann gemacht, wie das Fort dann immer mehr kaputt geschossen wird. Achtet mal drauf. Hier geht also erst das eine Türmchen zu Bruch, dann das andere, dann fliegt das Tor raus und die Hütte da kriegt ein Loch. Oh, da sieht er schon die Palisade wegbröckeln und so. Das ist schon schön gemacht. Ja, obwohl natürlich gerade der Teil hier heute ganz anders umgesetzt werden würde oder könnte. No. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist die DOS-Variante selber von 93, glaube ich. Und dann wurde es wohl für Windows 95 nochmal überarbeitet. 97 dann nochmal veröffentlicht. Wenn ich da richtig informiert bin. Ja. So, Torhaus ist schon eingefallen, Loch im Dach. Jawohl. Und sie ergeben sich. Ach ja. Ihre Flotte konnte den Hafen erfolgreich einnehmen. Na, wenigstens etwas. Das klappt, ne? Besatzung demoralisiert. Klar. Wenn wir sie so zusammenballern. Und dann laufen wir auch in den Hafen ein. Ja. So, und dann schauen wir uns mal die Bescherung an, ne? Die Festung, da Trümmer. Und Reparatur kostet 32.000. Ich kann den Jungs erstmal nur ein paar Kugeln spendieren. Deswegen hier auch auf Max, weil wenn ich selber, also ich kann nicht aktiv verteidigen, wenn ich einmal das Feuer eröffnet habe, dann ballern die Jungs, bis die Kugeln alle sind. No? So, das haben wir und dann hat sie ja eine Brigg ziemlich zerdengelt. Genau. Die
werden wir verkaufen, denn Schiffe reparieren ist hier leider nicht. Ja. So. Ja. Eine Werft habe ich hier nicht. Kann ich kaufen. 54.000. Also, wir müssen erstmal hier 100.000 ran schaffen. Damit wir weiterkommen. Aber ich werde diese Flotte hier einmal teilen. Zack, eine neue Flotte, dass ich wieder hier die Brig einzeln habe. So, das hier wird also die Kampfflotte. Und das hier, das werden meine Einkäufer. Denn mit dem Schiff werde ich also dann die neutralen Häfen besuchen im Mittelmeer, um mir da Schiffe zu kaufen, weil bis ich hier eine Werft zusammen habe, das wird noch ein Weilchen dauern. Schauen wir mal, Portsmouth ist immer noch gesperrt. Ich könnte natürlich auch jetzt hier mit meinen Schiffen Portsmouth angreifen und das genauso handhaben wie jetzt in Fort James. Der Haken ist aber, in Portsmouth liegt wahrscheinlich die Piratenflotte und die kommt dann zur Verteidigung rausgefahren. Und würde natürlich mich hier niedermachen. Ja. Und das bringt nicht großartig was. Ne? Guti, machen wir hier erstmal weiter hier mit der Flöte, die unterwegs ist jetzt noch als Handelsschiff. Das wird natürlich dauern. Momentchen mal, mit Aluhol muss die doch hier hin. Ach so, ich habe jetzt natürlich auch hier die Kontrolle über den Hafen. No. Deswegen öffnen wir den erstmal wieder und setzen die Hafengebühren richtig hoch. No. Jeder, der hier was haben will, muss erstmal blechen. Und mit den Franzosen habe ich ja auch noch eine Rechnung offen. No. So, Monsieur Le Frog. Oh. Was sagst du dazu? Wir können auch den Franzosen einen Friedensvertrag vorschlagen, dass wir da erstmal uns nicht mehr ins Gehege kommen. Mal sehen, vielleicht gehen die Jungs darauf ein. Oh, Jamestown haben die Piraten auch schon erobert. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das sind Portugiesen. Gott sei Dank ungefährlich. Ja, möchte ich. Und dann schauen wir mal. Okay, natürlich lebe ich jetzt billig. Okay. Okay. Steht ihnen weiterhin feindlich gegenüber. Also die Jungs brauchen noch eine Packung. Stehen hier gerade mit einer Flotte vorm Hafen. Das ist eine Flöte. Versuchen wir uns doch mal unter den Nagel zu reißen. Ja. So, ob das was wird, werden wir sehen. Und zwar beim nächsten Mal.